Hallo, ich bin Olga von Rüther. Ich stelle euch heute eine Caso-Heißluftfritteuse in XL-Variante. Bei der Heißluftfritteuse in diesem Fall handelt es sich dann um ein Gerät, was dann einen Motor vorne oben hat. Unten gibt es dann eine Heißspirale. Die Spirale selber beträgt einen kompletten Garraum. Und in diesem Fall geht die Luft, die durch den Ventilator produziert wird, durch die ganze Spirale. Und somit ist die heiße Luft sofort da, ohne vorzuheizen. Bei dem Korb haben wir eine XL-Größe, das heißt 6 Liter und 1,2 Kilo. Ganz leichtes und mit kaltem Griff herausnehmbarer Korb, Arbeitskorb, dann wieder einsetzen und am besten wieder verschließen. Reinsetzen, das schneidest du raus. Ich habe automatische Programme, da wir dann einmal das Hähnchen wählen wir einfach mal aus und dann gucken 180 Grad 10 Minuten. Dann habe ich einmal Pizza, 180 Grad 10 Minuten und dann habe ich sogar Backen. Backen 160, man muss weniger und dann haben wir 20 Minuten. Also das sind schon automatisch vorgegebene Programme, wodurch ich dann ja sofort arbeiten kann. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit, die Temperatur auszuwählen. Da kann ich ja bis zu 50 Grad eben runter zählen oder bis zu 200 Grad nach oben. Also da ist dann ja auch wirklich alles abgedeckt, von warm halten, aufwärmen, auftauen bis zu garen. Bei dem Timer habe ich dann ja auch nochmal die andere Möglichkeit, zwischen 1 Minute und 60 Minuten einzustellen. Wenn ich jetzt ein Hähnchen schonend garen möchte, dann nehme ich das ganze Hähnchen, gebe ich dann bei 130 Grad eben für 60 Minuten. Dann die letzten Minuten, 5 Minuten, gehe ich einmal auf 200 Grad und mache das richtig groß. Und somit habe ich ja wirklich einen Grilleffekt, wodurch dann das Hähnchen von innen super saftig ist und von außen knusprig. Habe ich jetzt auch sogar Dehydrieren. Das ist jetzt wieder eine Funktion, dass nicht alle Heißluftfritteusen haben. Und da habe ich die Möglichkeit sogar bis zu 480 Minuten. Wichtig bei einer Heißluftfritteuse auch nochmal die Wattanzahl. Einfach die Stärke. Die hat 1700. Also das heißt, die schafft die Sachen auch wirklich locker in einer sehr kurzen Zeit. Ob es gefroren oder eben vorgebacken, das ist ganz egal, klappt alles. Tada! Pommes rein. Ich mache jetzt nicht die ganze Tüte, 1,2 Kilo passen ja auch wirklich rein. Dann kann ich ja jetzt hier gezielt schon mal Pommes einstellen. Ich würde allerdings die Temperatur verändern, die ist mir ein bisschen zu hoch. Ab 180 würde reichen und dann gehen wir hier einfach mal auf Start. Die ist auch recht leise, das ist ja auch wichtig, damit sie dann bei der Arbeit auch nicht so sehr stört. A few moments later. So, wir sind soweit, unsere Pommes sind fertig. Tada! Rausnehmen, auskippen, fertig. Wir haben bei der Heißluftfritteuse 1700 Watt, bei einem Backofen, der startet mit 2300 Watt. Und Vorheizzeit beträgt ca. 8 bis 10 Minuten, bevor ich überhaupt irgendwas reinpacken kann, bei 72 Liter. Das heißt, hier bei 6 Liter 1700 Watt. Das ist ein sofort heiß, es ist gleichmäßig heiß und es ist schnell fertig. Allein dadurch spart man Energie und Zeit. Ja, ich habe auch eine zu Hause. Nein, die habe ich leider nicht. Meine ist aber auch schon, muss ich sagen, fast 5 Jahre alt. Und die will ich gar nicht missen, also ich mache alles damit. Jetzt haben wir damit gearbeitet. Ich nehme das raus. Hier sieht man ja auch ganz gut die Entlüftungen, ein durchgelochterter Boden, ein ganzer überschüssiger Fett. Wirklich auch nochmal ein Bild, wie viel Fett noch abgetropft ist. Sauber machen. Einen Korb, inneren Korb kann ich so in Geschirrspüler geben. Wird ja auch richtig schön sauber. Den Unterkorb kann ich auch ganz bequem abwaschen. Ist antihaft beschichtet und Fett beim Arbeiten spritzt. Es ist ja nicht nur im Korb verteilt, sondern ja auch nach oben an die Heizspirale. Wichtig dabei ist, die Fritteuse abkühlen lassen, ausstöpseln, dann schlicht und einfach auf den Kopf stellen. Und da kommt man ja ganz bequem an die Spirale, um das einmal mit dem Tuch sauber zu machen. Muss man nicht jedes Mal machen. Mache ich vielleicht einmal im Monat, dann ist meine Fritteuse sauber. Wir sind fertig und bis zum nächsten Mal. Jetzt kriegen meine Kolleginnen das mal ein bisschen was